unbeschriebener Brief zur Gerichtsakte hinzugefügt. Unbeschriebener, ach egal. Hauptsache zur Gerichtsakte hinzugefügt. Ich habe keinen Beweis, dass es John Erlington war, der oder die Professor Layton in Gold verwandelte. Selbst wenn der magische Kristall nicht echt sein sollte, ist das noch lange kein entscheidender Beweis. Ich weiß nicht, was als nächstes passiert, aber ich weiß, dass diese Schlacht lange nicht vorbei ist. Wir werden nun den Prozess gegen Maya Fey fortführen. Das Gericht bestätigt, dass die Abteilung für okkulte Verbrechen die Untersuchungen abgeschlossen hat. Sie haben die zwei magischen Kristalle des Hexenstabs ausgiebig überprüft. Bing, bing, SS. Oh. Hätte nicht noch jemand S sagen? Oh, okay. Das sind ja voll. Nee, Moment, das war Laborchef Doktor. Moment. Laborchef Doktor Nordmann. Es wurde gesagt, dass wahre magische Kristalle auf reinem Wasser schwimmen. Oder nicht? Folglich wurde etabliert, dass der Umbra-Kristall eine Fälschung ist. Oh. Sowas aber auch. Bum, bum, bum. Ruhe, Ruhe, Ruhe im Gericht. Das freue ich mich immer. Selbstverständlich beweist das nicht, dass ein Gerichtsraum benutzt wurde. Nichtsdestoweniger. Die Hypothese der Verteidigung scheint nun glaubhafter. Das Hohe Gericht räumt die Notwendigkeit ein, dem nachzugehen. Ihr habt keine Einwände, oder Inquisitor Flamberg? Nein, Hohes Gericht. Thalia Magica in Gerichtsakte aktualisiert. Nun gut, geleitet den Zeugen in den Saal. Ach. Zeuge, so nennt bitte euren Namen und eure Zunft. Mein Name ist John Erlington. Ich habe Meister de Victoire gedient. Seit seinem Tode habe ich seine Wohnstätte gepflegt und Forschungsmaterialien sortiert. Ich weiß nicht, was es ist, aber irgendwie finde ich ihn scharf. Etwas ist heute an Erlington anders! Ich glaube, der hat unter seinem, was auch immer das da ist, dieses violette Ding, einen Kristall versteckt. Ja, könnte sein. Sieht zumindest aus wie der grüne Kristall, bloß nicht in grün gerade. Aber irgendwie drunter. Oder es sieht einfach nur so aus. Wenn das jetzt wieder stimmt, dann bin ich... Schrei ich. Ja, ich auch. Das wäre schlimm. Zeuge, es besteht zunächst kein Bedarf, eine Frage... Nee, es besteht Bedarf, zunächst eine Frage zu klären. Wie euch gewiss bekannt ist, wurdet ihr beschuldigt, eine Hexe zu sein. Demzufolge ist es unerlässlich, dass ihr euch entblößt. Ja, im Grunde, also es wäre doch das Einfachste erstmal. Oh Mann. Und vorher, dass ihr uns diese Frage beantwortet. Demzufolge ist es unerlässlich. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Was kommt denn jetzt für eine Frage? Seid ihr eine Frau? Boah. Naja, was soll denn sonst für eine Frage ja, kommen? Ja, aber wie die formuliert ist. Seid ihr ein Junge oder ein Mädchen? Ich musste echt an Professor Eich denken. Und wie heißt so. Eigentlich... Wie heißt eigentlich mein Enkel?
Dürfen wir jetzt auswählen, was er ist? Gibt's da einen Bildschirm dafür? Im Übrigen, ja? Ich habe heute was total Spannendes gesehen. Oh. Es gab mal ein Gummiband. Edition. Hä? Also nicht wirklich, aber... Ja, es gab so, eine schwarze Edition ROM-Hack oder sowas in der Art, ja. Genau, also es hat jemand tatsächlich programmiert und gibt's spielbar. Gibt's spielbar, ich weiß, ja. Richtig. Und eine schwarze Edition kam ja dann später. Das Lustige ist natürlich, es gab auch ein Spiel, irgendwas mit Tele, ich habe keine Ahnung. Es ist ein Spiel, das eigentlich in Japan sogar ziemlich erfolgreich war. Aber hier in Europa ist es ehrlich gesagt bloß, naja, als Pokémon Diamond erschienen und dann auch bloß auf solchen, naja, weiß ich nicht, ich hab's auf Polenmärkten gesehen. Okay. Jedenfalls, so ein Pokémon Diamond hieß es und das war noch wirklich zu der Zeit der Gameboy-Spiele. Das war im Grunde eigentlich ein echt tolles Spiel an sich. Nur den Leuten hat es nicht gefallen, dass es mit Pokémon benannt wurde, nur um sich besser abzusetzen hier. Weil in dem Spiel ging es darum, man konnte auch irgendwelche Monster sich mit denen anfreunden und die wurden dann über ein Telefon gerufen. Mhm. Ja. Nie gehört. Kenne Digimon. Wie auch immer. Ja. Aber nein, ich weiß jetzt auch wirklich nicht. Irgendwas mit Tele. Ich weiß nicht, wie es genau... Also wenn man mal guckt, die Geschichte, da die Story dazu, wenn man Pokémon Diamond, weiß ich nicht, Bootleg oder sowas eingibt. Das ist ja sowas gewesen im Grunde. Ich werde nachher mal googeln. Mhm. War mal interessant, das zu lesen, weil ich habe vorher auch so gedacht, Mensch, das ist ja irgendwie ein komischer Pokémon-Abklatsch. Aber nein, es war tatsächlich ein... Spiel, was, naja, was dann einfach bloß so für den europäischen Schwarzmarkt diesen Namen oder für den auch amerikanischen diesen Namen erhalten hat. Ja, was manchmal weiß ich. Gibt's das. Ja. Bei Filmen gibt's das auch oft. Mhm. Also, seid ihr ein Junge oder ein Mädchen? Bitte haltet ein. Weder noch. Wieso? Was geht hier vor? Vergebt meine Froschhaltewurstgericht, aber im Moment... Bin ich gar nichts von beiden. Ja genau, im Moment bin ich... Gar nichts! Habe ich nicht vor, diese Frage zu beantworten. Das geht doch gar nicht! Doch, bei Roller! In der Tat! Wieso versagt ihr? Und sie beantwortet, Zeuge. Ich habe den Verlauf des Prozesses von der Galerie aus verfolgt. Also bin ich mir über die abstrusen Anschuldigungen im Klaren. Alchemie, das Handwerk, dem Meister de Victoire nachging, beschäftigt sich mit den Regeln, die die Natur beherrschen. Als jemand, der Meister de Victoire assistiert hat, wage ich zu behaupten, dass eure Theorie weder logisch noch möglich ist. Der Hexenstab wurde durch ein Portal an den Ort des Verbrechens geworfen, das mit dem Zauberspruch Goldtor geschaffen wurde. Das Portal kann nur von eurem Zimmer aus geöffnet worden sein. Darüber hinaus wurde eine Wand eures Zimmers grün gestrichen. Ich denke, es steht jedem frei, seine Wände in der Farbe zu streichen, die ihm beliebt. Davon abgesehen. Eure Theorie beruht darauf, dass einer der magischen Kristalle die Fälschung ist. Das mag sich als wahr erwiesen haben. Aber eine Frage bleibt bestehen. Wo ist der echte magische Kristall? Bestehen? Hast du bestehen gesagt? Mhm. Okay, gut. Hatte ich nicht zugehört. Er muss mit der Fälschung vertauscht und irgendwo versteckt worden sein. Ja? Wo denn? Wo denn nur? Ich fürchte, das ist unmöglich. Es ist unmöglich! Doch, bei Roller! Nicht ist unmöglich, doch, bei Roller.
cool. Stimmt. Wieso? Wenn wir davon ausgehen, dass die Hexe den Zauberspruch, den Zauberschiffbruch Goldtor benutzt hat, würde das bedeuten, der Kristall wurde ausgetauscht, nachdem das Portal geöffnet wurde. So sagt mir, Mann und Moro, hätte die Hexe den Kristall beseitigen können. Ja, eigentlich hätte das schon längst passieren können, oder? Ja. Also im Grunde hätte dieser Kristall doch gar nicht mit ins Gericht genommen werden müssen. Vor allem nicht an so einem offensichtlichen Ort. Ich sehe, worauf ihr hinaus wollt. Mehrere Zeugen folgten den Ereignissen und die Ritter der Inquisition trafen augenblicklich am Ort des Geschehens ein. In diesem Zeitraum hat niemand die Residenz verlassen und sie wurde akribisch durchsucht. Es versteht sich, dass auch mein Raum durchsucht wurde, obgleich hier nichts zu finden war, da ich kaum Besitztümer habe. Oh. Nicht mal was geerbt? Von dem guten alten De Victoire? Trotz unserer Untersuchung wurde nichts gefunden, das einem magischen Kristall gleicht. Ich versichere euch, wir haben nichts übersehen. Ich bin gewillt, dies bei meiner Ritterehre zu schwören. Also, Mr. Wright, wenn ihr mich als Hexe anklagen wollt, solltet ihr nicht zuerst beweisen, dass eine Verbindung zwischen mir und dem verschwundenen magischen Kristall besteht. Psst! Verschwunden! Verschwunden! Nee. Da jetzt auch schon! Ja. Ah. Und dem verschwundenen magischen Kristall besteht. Nein, nein, reicht schon. Also Hauptsache Sch und ein Konsonant dahinter. Und kein Vokal. Zu merken. Zudem würde ich es begrüßen, wenn ihr diese Angelegenheit logisch lehren würdet, wie ein Alchemist dies zweifellos tun würde. Die Residenz wurde durchsucht, kurz nachdem das Verbrechen verübt wurde. Wenn der Kristall nicht gefunden wurde, heißt das, Erlington hat ihn irgendwo versteckt! Irgendwo da in seinem, was ist das, ein Revier? Nein. Ein... Weiß nicht, wie man das nennt. Ein... In seinem Kragen. An einem Ort, an dem die Ritter der Inquisition nicht suchen würden. Wo kann das sein? Ja, Moment, wenn es danach geht, hätte er ja den gar nicht da verstecken müssen. Wenn er wirklich... Andere Stellen, vor allem, wenn er kein Junge ist. Ja. Naja, selbst wenn er ein Junge ist. Ach so, ja, da geht auch. Ja, oder ab in ein Kondom und runterschlucken. Oh. Ach so, nein, in dieser Welt gibt's wahrscheinlich keine, ja. Der Zeuge hat dies gut erörtert. Was hat die Verteidigung zu erwidern? Nix. Gar nichts. Gar nichts. Die Ritter, die Meister de Victoires Residenz durchstöbert haben, waren auf der Suche nach einem magischen Kristall. Deshalb gibt es einen Ort, den sie bei der Suche nicht berücksichtigt haben. Hochinteressant. Ihr gebt euch einfach nicht geschlagen. Beeindruckend. Aha. So sagt uns doch einfach, wo sich der magische Kristall befindet. Ah. In Erlingtons Besitz. Möchte ich meinen. Ja. Herrn de Victoires Residenz wurde gründlich durchsucht. Der Kristall wäre sicher gefunden worden. Ihr hattet das erwartet und verschetautet ihn in einem sicheren Verschetteck, von dem ihr wusstet, dass die Ritter es nicht beachten. Ein sicheres Versteck, sagt ihr? So, und wo soll dieses mysteriöse Versteck denn nun sein? Der Kristall ist irgendwo an Herrn Erlington. Was? Er ist im Besitz des Zeugen? Nun sag nicht, der Zeuge hat ihn in seiner Tasche. Nein, aber an einem anderen Ort. Und es ist nicht in einer anderen Art von Tasche. Ihr ratet bloß, nicht wahr? Ihr denkt, ihr könntet einfach alles sagen, was ihr wollt. Au! Ja, das kann ich auch.
Moment, ich kann zum Beispiel... Was ist denn mit dir heute? Hm. Ganz nebenbei, ich fürchte, meine Kleidung hat keine Taschen. Oh, weh. Sein Körper hat Öffnungen. Das reicht.